So, guten Morgen, liebe Sorgen, seid ihr auch schon alle wach? Ja, ich bin es. Draußen ist natürlich noch dunkel. Wir haben kurz nach 5, natürlich den 24. Oktober. Und ja, wie gesagt, ich habe es ja im letzten Video angesprochen, dass ich nach Wien unterwegs bin. Und zwar zu der Modellbaumesse. Nicht Modellbahn, sondern Modellbau. Ja, auf jeden Fall werde ich mir da ja, Modellbahn anschauen und was da so alles noch vorhanden ist. Natürlich Videos werde ich über, na, Kamera, Videos mitbringen von der Modellbahn. So, das wird jetzt so ein kurzer Vlog, Videotagebuch. Und zwar ja die Anreise und das wird dann auch wahrscheinlich noch zur Abreise geben, weiß ich nicht. Ich werde auf jeden Fall noch durch Wien laufen und da noch schöne Videos mal zusammenkriegen, hoffe ich. So, ja, ich trinke noch meinen Kaffee zu Ende. Kaffee to go ist schon fertig und den trinke ich noch zu Ende und dann geht's los. Ja, 995 Kilometer sind es bis zum Hotel. Da habe ich mein Zimmer reserviert. Das ist auch nicht weit. Ist ein Ibis-Hotel. Der liegt circa 1 Kilometer entfernt von der Messe. Daher kein Ding. So, in der Stadt ist dann ein bisschen mehr, weil es ein bisschen außerhalb ist, aber ist ja auch egal. So. Köfferchen gepackt, also Rucksack, Kamera, Batterien, alles dabei, Laptop. Ja, ich werde versuchen, aus Wien Video schon mal veröffentlichen. Im Hotel, so ich weiß, gibt es ja WLAN. So, ja, also, Freunde. 995 Kilometer sind zu fahren. Ich werde mich dann irgendwann melden und zwar, ich denke mal in Passau ist habe ich vor Pause zu machen erst, ja, und zwar ich brauche eine Vignette, die habe ich vergessen mir bei ADAC zu holen, ja, so deswegen muss ich da irgendwo kurz vor der Grenze oder auf der Grenze mir so eine Vignette holen, ja. Ich möchte das Video nicht allzu lang machen, die Ansprache. Ja. Also, wir sehen uns. Ja, hallo meine Lieben, herzlich willkommen bei mir im Auto. Zwischenmeldung. So, 6 Stunden gefahren, zwischendurch mal Pinkelpause gemacht, getankt habe ich noch nicht. Auto sagt noch 480 oder 90 Kilometer. Kann ich noch fahren? Ja, 490. So, bis nach Wien sind es noch 380 Kilometer. Das heißt, mit einem Tank komme ich ziemlich weit weg. Ja, kurz im Stau gestanden. Ja, zwischendurch Baustellen gehabt, mal 90 gefahren, stundenlang. Ja, und ja, das war's. Aber jetzt hier mal kurzes Päuschen und tada! Mein Auto kriegt die erste Vignette. Heute ist ein besonderer Tag, weil mein Auto ist jungfräulich, hatte noch nie eine Vignette gesehen, geschweige eine geklebt hatte. So. Einmal Vignette für 10 Tage, ich bleibe aber nur 3, kostet 9,20 €, finde ich nicht so teuer. Ja, das Oberteil wird nur dran geklebt, ja, und gelocht ist die schon von 24.10., also 10. Monat, 24. Tag. So, hinter mir staut sich langsam, also man kann ja schlecht sehen. Ja, so. Wie gesagt, kurz vor der Grenze,
Vignette an die Scheibe und los geht's nach Österreich. So, ich melde mich wieder mal, wenn ich im Hotel angekommen bin. So, das Wetter ist ein bisschen neblig, so ein Mix zwischen Nebel und ein bisschen Sonne. Ja? Es ist nicht warm, 13 Grad, aber angenehm. Gut, so, ich quatsche nicht mehr so viel. Biffy geholt, Biffy muss mit, oder wie? Werbung. Und Müllermilch. Ja, ohne Mu. Leider, keine 50.000 gewonnen. Hm. Scheiße. Okay, so. Ja, bis später. So, ich bin jetzt auf meinem Hotelzimmer. Ich gucke in den blöden Display. So. Ja, ich wollte eine Roomtour machen. Da gibt es aber nicht viel. Es ist ein großer Raum. Gibt es hier vorne ein kleines Tischchen, Bett, Spiegel, Dusche und WC. So, das zeige ich euch jetzt. Ja. Da ist die Eingangstür. Da ist die Karte, damit man weiß, eigenen Standort und dann der Notausgang. So, dann gibt es hier einmal WC-Schüssel ja, mit Lichtsensor. Dann hier ein Regler für eine Klimaanlage, die befindet sich natürlich hier oben. So, und da vorne ist die Dusche oder Duschkabine. Ja, hätte ich gewusst, dass da so ein kleines Handtuch gibt, hätte ich eins von zu Hause mitgebracht. Naja, hier ist ein Waschbecken. Ja, und von der anderen Seite ist das Schminkspiegelchen für die Frau. Das sind meine Klamotten. Da habe ich jetzt meinen Rechner draufstehen. Und das Bett. So. Fernsehen hier oben. HD-Kanäle auf jeden Fall. Und was ich super finde ist, wenn es brennt oder irgendwie was los ist, kann ich auf den Hof. Oh, da sitzen welche. So. Ja. So. Ja. So sieht's aus. Ja. Als nächstes gehe ich mal in die Stadt raus und guck mal, was hier so zu sehen gibt. Ja. So. Das bekommt ihr auch natürlich zu sehen.